respawn. Respawn mit nix. Und ich hab gar keinen. Ich kann sie nicht mehr hauen. Rechts. Ich hab keinen Schaden mehr. Ich ver... Doch, jetzt. Da hinten ist schon wieder ein Creeper. Also irgendwie ist das gerade extremst... extrem. So, warte, lass uns durchrennen. Lass uns nochmal kurz abkacken. Okay. So, jetzt kommen wir. Oh, du hast bei mir keinen Skin mehr. Du bist nur klein. Oh. Ich kann ja, ja. Alles klar. Das einzig Gute ist, wir sehen. Das gibt's doch nicht. Da habe ich schon wieder 1,5 Herzen. Oh, guck mal da hinten. Müssen wir hier hin? Hinter dir? Hinter dir? Also ich flick jetzt hier mal mit Absicht immer ein paar von den Sachen hier. Respawn! So, verpisst euch. So. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo wir lang müssen. Zombie! 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 Noch einer! Noch einer! Schubst hier am besten immer in unsere Lücken rein. Wo müssen wir jetzt lang? Ah! Oh, warte. Oh, verdammt. Ja, warte, warte, warte. Verdammt, verdammt. Warte, warte, warte. So, jetzt. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ja, das läuft jetzt hier gerade ein bisschen aus dem Ruder. Kann es sein, dass vielleicht irgendwie sich hier bei den Zellen was Neues geöffnet hat? Guck mal, ey, wenn ich hier gucke, ist hier ein Gang. Wenn sich jetzt hier wieder kein Gang geöffnet hat, weil sich wieder irgendeine Redstone-Leitung verabschiedet hat, dann, ja, natürlich. Also, das ist, glaube ich, das Einzige, was mich an dieser Adventure stört, dass gegen die Sicherung von Monstern, also das ist ja ganz klar eine, die man auf normal spielen soll, dass da so wenig dran gedacht worden ist, dass es halt auch nach hinten losgehen kann mit den Viechern. Achso. Ich baue hier immer noch den einen Klotz ab. Und du rennst drüber. Okay. Ohne Waffen. Ich bin mir sicher, hier soll der Hebel dran. Da ich aber keinen Hebel mehr hab. Gib ihn dir einfach. Muss ich mal eben kurz. Einen Moment, einen Moment. Ein Wiedercoin. So. Das wurde jetzt leider. Also, es ist klar, der Hebel. War wohl irgendwie klar, dass man den dann dran setzen kann, aber laut Regeln dürfen wir das ja eigentlich nicht. Von daher war das ja ein bisschen unklar. Das ist leider ein bisschen... Ja, wir ziehen das jetzt durch. Ja. So. Hurra. Hä? Was? Okay, ich sehe irgendwo einen Knopf. Ah, hier rechts. Okay, ist auf jeden Fall ein geschlossener Gang. Aber ich... bin mir sicher, dass das Ding gleich wieder abhaut. Ja, egal, komm. Oh. Und jetzt? Wir sind zu weit, wir müssen. Kann man da hoch? Ich probier's mal. Hier, ich überlasse dir meine letzte Fleischration von Zombies. Ah, ne, warte. Ah, ne. Nein, hier! Ich hab's nicht... ich hab's nicht mehr bekommen. Shit, wo muss ich lang? Oh, jetzt ist hier schon wieder so ein dämliches Skelett. Wir ziehen das jetzt durch, eiskalt. Guck mal, ich bin hier raufgesprungen. Yay. Und dann? Oh, verdammt, und wieder runtergefallen.
Goli, der Golem, Elreas neuer Gott. Ach so, das soll ein Golem sein. Hurra. Wir wissen jetzt allerdings nicht, wo wir überhaupt hin sollen. Aua. Also, da sich das jetzt hier gerade um ein Lavabecken handelt und die davon ausgehen, dass man da nicht unbedingt beim ersten Mal das durchschafft, gehe ich mal auch davon aus, dass... Was soll denn hier ein Skelett? Ich kann das Skelett nicht hauen! Was für ein Mode bist du? Eigentlich? In Survival. Ich kack ja auch ab. Stopp. Hätten wir das geklärt? Ich kann keine Viecher hauen. Ist hier ein Knopf oder so? Nee. Ist da ein Knopf? Also, so schön die Map am Anfang war, desto nervig ist sie jetzt gerade, finde ich. Wir sind auch blind. Was denn? Oh! Nein! Achso. Okay. Ich dachte, jetzt kommt eine Kettenreaktion und ich kann länger schreien. Da hinten ist der nächste Knopf, aber bitte noch nicht drücken. Da geht gleich das nächste hoch. Hast du schon gedrückt? Nein, ich habe noch nicht gedrückt. Aber hier geht eine Treppe runter. Ich drücke. Oh, Hilfe. Nein. Gruselig. Okay. Da. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch die längste Aufnahme, die wir haben. Ja. Was ist das jetzt? Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich glaube, hier ist was kaputt gegangen. Ich glaube, da ist ein TNT-Block. Da hinten sieht man schon ein paar TNT-Blöcke auch fliegen. Okay, ich krepiere gerade. Ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern ich das machen soll. Ob ich... Ich renne jetzt mal beim ersten Mal einfach durch. Und wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann... da steht schon ein Schild. Wir haben das Ende erreicht. Also, wir haben es gleich geschafft. Die Tür ist auf! Warum ist die Tür hier auf? Goran. Moment. Wenn man stirbt, kann man wieder zurück. Ja, ich... Gut, wir versuchen es jetzt nochmal. Ich finde es schade, dass die Map so zum Schluss hin... ja, eher abgenommen hat an Qualität, so, also vom, ja, kann man, so kann man es nicht ausdrücken, es ist halt schade, dass die TNTs oder die Creepers die Explosion die Map kaputt gemacht haben. Ja, das meine ich ja, dass da nicht unbedingt dran gedacht worden ist, dass da Creeper das so fern zerstören können, dass da teilweise sowas bei rauskommt. Ja, über uns bauen wir jetzt das Zeug ab. Dann können wir da drauf hüpfen. Ich hab mich beschleicht das Gefühl, dass wir ziemlich viel... Oh, hier sind Dispenser. Oh, hier sind... Goldene Äpfel. Waren... Das sind unsere tollen Belohnungen. Ich nehme mal die goldenen Äpfel raus. Nicht alle. Banzai! Verdammt. Jetzt ist die Tür wieder zu bei mir. Was für eine Tür? Die zurückführt in den in die Kanalisation. Hast du es geschafft? Ich musste den einen Knopf nochmal drücken, damit der Weg über die Flammen ging. Ich hab's geschafft, hier ist eine Truhe voller Kekse. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Ende des Spiels erreicht. Ja, schön. Ich glaube, ich habe jetzt gerade die halbe Map zerstört, weil da ein Creeper wieder war. Oh wow, ich hab's überlebt. Oh, ja. Ich hab einen Stein. Moment, ich komme, ich möchte es auch sehen. Also, ja, ich der Goran hat es schon, vorgelesen. Die Map scheint jetzt sein Ende genommen zu haben. Am Anfang richtig cool, auch mit der Kanalisation, auch mit diesem... Oh Gott. Auch mit diesem Hauptraum. Wir haben jetzt aber nicht das Böse besiegt. Nee. Fällt mir gerade auf. War das nicht die Aufgabe? Ja, ich glaube auch.
Mein Agro-Level steigt gerade so ein bisschen, weil hier nur das Gedöns rumlungert. Das Gefiech und Gedöns. Und man eigentlich nicht irgendwie zum Ende kommt. Ich möchte zumindest sehen, da war ja irgendeine Truhe, habe ich aus dem Bild gesehen. Ich habe jetzt hier, lagen noch ein paar Steine rum, die habe ich jetzt gerade eingesammelt und einen sicheren Weg. Da unten bist du. Also bis jetzt an sich, die schönste Adventure-Map, die wir jetzt von den Zusendungen gespielt haben, besonders am Anfang mit der Klassenwahl. Ich fand leider ein bisschen schade, dass das mit den Klassen so ein bisschen, es gab nicht viel, was klassenmäßig zu bestehen war, so. Mich beschleicht das Gefühl, dass wir auch ziemlich viel geheime Räume einfach stumpf nicht gefunden haben. Und dass ich deshalb als Waldläufer ziemlich schnell Pfeilmangel hatte. Aber wir haben uns ja selbst geholfen. Aha. Wie bist du denn darauf gekommen? Allerdings weiß ich jetzt nicht, inwiefern... da hinten ist eine Mühle. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt alles so gewollt war von den Machern. Da schienen doch ein paar Redstone-Schaltungen extremst, Ja, hier, man sieht's. Hier ist der Boden einfach weggekracht und hat das ganze Schatzding, vernichtet. Auf jeden Fall eine sehr schöne Adventure-Map, wenn auch gleich am Ende etwas verwirrend, aufgrund dessen, dass zum Beispiel diese ganzen Bücher nicht signiert waren, waren es für uns einfach nur Items und wir haben es nicht mal angeguckt. Beziehungsweise die Hinweise da drin waren auch nicht unbedingt, sie waren nicht in dem Fall hilfreich, dass das, was gesagt worden ist, eigentlich immer kaputt war. Und naja. Ja, ansonsten kann richtig ja klasse. Der Hersteller nix. Und ich würde sagen, jetzt kacken wir extra ab. Und schau dann mal. Ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.